Bilal Erçan kam von diesem Parkplatz vor genau 19 Jahren am heutigen Tag, verschwand sie spurlos und die Polizei Hamburg ermittelt immer noch. Und sämtliche Medien haben natürlich umfangreich unterstützt, aber wir versuchen hier die letzte Lücke zu schließen, denn es gibt immer wieder Zeugen oder Menschen, die in den Printmedien oder auch im Fernsehen die Sache nicht verfolgen und sie werden hier vielleicht nochmal sensibilisiert. Also ich wartete auf meinen Enkel, der aus der Schule schon überflüssig war von der Zeit her. Und plötzlich guckte ich am Küchenfenster und hörte einen furchtbaren Schrei. Ich kochte und war unruhig und guckte rechts und links und sah auf einmal einen alten BMW, würde ich sagen, in dunkelblau oder schwarz, das konnte ich nicht richtig beurteilen, mit Schnelligkeit hier hinten rausfahren auf die Spreestraße und linksrum weg. Und dann nächsten Tag, das war glaube ich ein Freitag, ich weiß es nicht mehr genau, das ist so lange her. Den nächsten Tag sah ich dann hier Polizei und Filmen und alles und ging runter und fragte, was denn wäre. Wäre ein Kind würde gesucht, wäre vermisst und gut. Und Sonntagmorgen sitze ich mit meinem Mann zusammen und auf einmal sage ich zu ihm, weißt du was, der Schrei, das war der Schrei, sofort zur Polizei. Das war ein dunkelblaues oder schwarzes Auto und ich kann mich noch so ein bisschen an die Nummern erinnern. Ich meine, da war NN 9, eine 5, eine 3, also ein Hamburger Nummer. Ich denke und ich hoffe, dass der Fall von der Hamburger Polizei aufgeklärt wird. Wir tun alles. Ich habe noch ein Jahr Dienstzeit und diese Zeit wird intensiv genutzt. Darauf können sich alle verlassen.